Hallo und willkommen bei Meet Camper Australien. In diesem Video möchten wir euch die Campermodelle vorstellen, die in Australien angeboten werden und bei der Wahl des genau passenden Fahrzeugs für euren Camperurlaub in Down Under unterstützen. Alle Informationen natürlich auch auf unserer Webseite meetcamperaustralien.de. Australien ist wirklich das perfekte Land für Reisen im Camper. Die Sehenswürdigkeiten liegen meist ziemlich weit auseinander, aber mit dem Camper habt ihr eure Unterkunft und gleichzeitig fahrbaren Untersatz immer bei euch. Egal, ob ihr als Familie, als Paar oder als Freunde reist, es gibt verschiedene Modelle, Größen und sehr unterschiedliche Ausstattungsmerkmale. Wir gehen auf 4 der am häufigst gemieteten Typen etwas näher ein. Da sind der Hochdachcamper für 2 oder 4 Personen, der Camper Van mit Dusche und WC, Wohnmobile für 4 bis 6 Personen und natürlich der Geländewagen. Auf die etwas günstigeren, aber in der Regel auch sehr einfachen und meist recht alten PKW-Camper gehen wir in einem eigenen Budget-Camper-Video ein. Jetzt werfen wir erst einmal einen Blick auf die verschiedenen Modelle. Beginnen wir mit dem 2-Personen-Hochdach-Camper oder wie die Australier sagen, 2-Berth-Hightop, wobei das Berth für Schlafplatz steht. Solche Camper werdet ihr in Australien am häufigsten auf der Straße sehen. Sie sind sehr beliebt und überwiegend Toyota-Modelle. Inzwischen nutzen australische Vermieter aber auch mal chinesische Marken wie zum Beispiel Maxus. Hightops sind sehr kompakt, haben aber durch das Hochdach den Vorteil der Stehhöhe im Innenraum. So könnt ihr euch bequem bewegen und habt bei 2 Personen auch noch ausreichend Platz für euer Gepäck. Auf das sonst sehr praktische Hartschalengepäck solltet ihr aber möglichst verzichten. Weiche Gepäckstücke sind in Campern klar im Vorteil. Das gilt übrigens für alle Campermodelle, aber dazu mehr in einem speziellen Gepäckvideo. Der 2-Personen-Hightop ist wirklich eine gute und preiswerte Lösung für ein Paar oder 2 Freunde. Allerdings berücksichtigt die Bettgröße. Hier ist bei 1,80 bis maximal 1,90 Schluss. Wer größer ist, muss die Füße halt aus dem Bett hängen lassen. Immer dabei ist eine kleine Küchenzeile mit eingebauter Spüle für den Abwasch oder eine kurze Katzenwäsche. Schubladen und jede Menge Stauraum für Geschirr und Lebensmittel, außerdem ein Kühlschrank mit kleinem Eisfach und eine Mikrowelle. Der Kühlschrank läuft immer und wird über die 2. Batterie gespeist. Die Mikrowelle könnt ihr nutzen, wenn der Camper ans externe Stromnetz angeschlossen ist, also zum Beispiel auf Campingplätzen. Ein passendes Anschlusskabel liegt natürlich jedem Camper bei. Und natürlich gibt es auch einen kleinen Gasherd mit 2 oder 3 Flammen. Übrigens, in diesen Modellen können keine Kindersitze genutzt werden. Wenn Mama oder Papa mit einem Sprössling unterwegs sind, kommen 2-Personen-Hightops leider nicht in Frage. Für Familien mit 1 oder 2 kleinen Kindern oder bis zu 4 Personen gibt es den 4-Bett-Hightop. Bei 4 Erwachsenen wird es in diesem Modell allerdings wirklich ziemlich eng, vor allem wenn ihr noch an das Gepäck denkt, das jeder dabei hat. Dafür sollte man sich dann schon wirklich sehr gut kennen. Die 4-Bett-Hochdachcamper bieten etwas mehr Platz und hinten 2 zusätzliche Sitze mit Gurten. Und natürlich gibt es 2 zusätzliche Schlafgelegenheiten. Die liegen im Dachbereich und die für die Nacht ganz einfach aufgebaut werden. Ansonsten ist die Aufteilung im 4-Bett etwas anders. Die Küche liegt im hinteren Bereich und ist insgesamt etwas geräumiger. Die nächste Stufe sind Campervans. Das sind Fahrzeuge für 2 Personen, aber mit Dusche und WC. Meistens auf der Basis eines Mercedes Sprinters, Fiat Ducato oder VW Crafter. Trotz ihrer Größe sind sie auf den weiten australischen Straßen eigentlich recht einfach zu fahren und haben natürlich eine Automatikschaltung. Auch ist die Ausstattung in diesen Modellen durchweg etwas komfortabler und luxuriöser. Es gibt einen größeren Kühlschrank, meist noch einen 3- oder 4-flammigen Gasherd und immer sind ein TV-Monitor, DVD-Player und natürlich Radio an Bord. Übrigens, in vielen neueren Modellen kann man inzwischen natürlich auch seine ganz persönliche Playlist abspielen. Über USB oder Bluetooth werden sie dann ins Bordsystem eingespeist. Im hinteren Bereich befindet sich immer eine gemütliche Sitzecke mit einem Tisch. Zur Nacht wird diese Ecke dann einfach zu einem großen Doppelbett umgebaut. Aber auch hier gilt, die Bettlänge ist meist auf 1,90 begrenzt. Es gibt aber auch Vermieter, wie zum Beispiel Cruisin, bei denen das Bett im Campervan quer zur Fahrtrichtung eingebaut ist. Außerdem sind in 2-Personen-Campervans immer eine Dusche mit WC und entsprechenden Tanks fürs Frisch- und Abwasser eingebaut. Alles in allem sind solche Modelle optimal für 2 Freunde oder ein Paar, die gemeinsam Australien erkunden
und dabei nicht auf ein gewisses Maß an Komfort verzichten wollen? Wollt ihr die Freiheit der Straße mit dem Komfort eines kleinen Zuhauses verbinden, ist das 4- oder 6-Personen-Wohnmobil genau die richtige Wahl. Deshalb werden sie in Australien auch Motor Home genannt. Auch wenn sie etwas größer sind als euer PKW zu Hause, kommt man mit ihnen auf den weitläufigen australischen Straßen und großen Parkplätzen von Supermärkten oder Sehenswürdigkeiten in der Regel sehr gut zurecht. Wohnmobile werden zudem nur mit Automatikschaltung vermietet und haben meist eine Rückfahrkamera. Ausgenommen die etwas älteren Budgetmodelle, bei denen so ein Ausstattungsmerkmal auch fehlen kann. In Wohnmobilen habt ihr nicht nur deutlich mehr Platz, sondern auch mehr Möglichkeiten in Bezug auf Schlafplätze und Sitzgelegenheiten. Das alles immer in Verbindung mit den Annehmlichkeiten eines eigenen kleinen Badezimmers. Perfekt sind Wohnmobile vor allem für Familien mit kleinen oder großen Kindern. Aber auch für ein Pärchen oder gemeinsam reisende Freunde haben sie Vorteile, wie zum Beispiel größere Betten und mehr Platz fürs Gepäck. Obwohl auch hier Hartschalenkoffer und Trolleys sehr störend und platzraubend wären. Zur umfangreichen Ausstattung gehören große Kühlschränke, ein größerer Gasherd und natürlich insgesamt mehr Stauraum. Auch eine Außenmarkise gehört dazu und inzwischen manchmal auch Solarkollektoren. Die Bettenaufteilung variiert je nach Modell. Ein Doppelbett liegt im hinteren Bereich des Wohnmobils, das andere meist im Dach über der Fahrerkabine. Bei 6-Bettmodellen kommt dann noch ein zusätzliches, aber meist schmaleres Doppelbett in der Mitte des Fahrzeugs dazu. Last but not least kommen wir zu Geländewagen, den 4-Wheel-Drives. Australien hat einige unasphaltierte Straßen, die sogenannten Gravel Roads. Vor allem befinden sich solche Straßen im Outback von Western Australia, dem Northern Territory, im nördlichen Queensland und in South Australia. Solche Schotterstraßen dürfen mit einem normalen Camper oder Wohnmobil nicht befahren werden. Wollt ihr in die Tiefen des Outbacks reisen oder ganz besondere Regionen von Nationalparks erkunden, die nur über solche Gravel Roads erreichbar sind, kommt nur ein Geländewagen für eure Reise in Frage. Allerdings braucht ihr für den ganz klassischen Roadtrip an der Ost- oder Südostküste, also zwischen Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane und Cairns, keinesfalls ein 4-Wheel-Drive. Deswegen werden auch an Stationen wie in Sydney oder in Melbourne gar keine Geländewagen angeboten. Selbst eine Route wie zwischen Darwin und Perth kann problemlos mit einem Hightop-Camper oder Wohnmobil bereist werden. Und ihr kommt trotzdem zu all den sehenswerten und traumhaften Hotspots auf dieser Strecke. Unser Reporter Luke hat das auf seiner 5 Wochen und über 7000 Kilometer langen Reise gezeigt. Es gibt 4-Wheel-Drive-Modelle für 2 bis 5 Personen. Manche haben ein Seiten- und ein Dachzelt, andere nur Dachzelte und einige wenige bieten auch 2 Schlafplätze, die im Fahrzeug liegen. Die Ausstattung ist jedoch deutlich einfacher als in Campervans und mit Wohnmobilen schon gar nicht vergleichbar. Sie ist aufs wesentliche Camping-Equipment reduziert, also Campingtisch und Stühle, einen Campinggaskocher, Geschirr und eine elektrische Kühlbox für Getränke und Lebensmittel. Es ist eine großartige Möglichkeit, ganz besondere Orte von Australien zu entdecken und den Red Continent auf eine einmalige Art zu erleben. So, das war unsere sehr kompakte Übersicht, die euch hoffentlich bei der Auswahl des passenden Campermodells für eure Australienreise etwas unterstützt. Mehr Infos zu den einzelnen Modellen natürlich auch auf unserer Webseite www.meetcamperaustralien.de. Die passenden Links dazu haben wir auch noch einmal in der Kommentarbox verlinkt. Wenn ihr mehr zu Campern in Australien wissen wollt, abonniert am besten unseren Kanal, denn da kommen immer wieder mal neue Informationen zu Campern und auch Australien im ganz Allgemeinen. Viel Spaß bei eurer Reiseplanung und für heute sagen wir: No worries, mate.